Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa afdalu s-salatu wa s-salam. Ala mab'uthi rahmatan lil alameen. Sayyidina wa habibina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una. Wa anfa'na bima alamtana. Wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wa hlul 'uqdatan min lisani. Yafqahu qawli thumma amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Heute, wie versprochen, werden wir weitermachen mit unserer Sira-Reihe. Und wir hatten das letzte Mal über eines der schwierigsten Ereignisse im Leben unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam überhaupt gesprochen gehabt. Noch schwieriger als die körperlichen Verletzungen, welche unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Schlacht von Uhud erleiden musste. Welches Ereignis war das gewesen? Wer kann sich erinnern? Was war das schwierigste Ereignis im Leben unseres Propheten überhaupt? Als er Da'wa in Al-Ta'if machte. Absolut richtig. Und wir haben letztes Mal ausführlich darüber gesprochen gehabt. Und haben auch aufgezeigt gehabt, wie Allah subhanahu wa ta'ala das Bittgebet unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dieses unglaublich schöne Bittgebet, welches wir jetzt mal auch ausführlich besprochen hatten, unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam erhört hat. Und zwar zunächst erst einmal, indem im selben Moment jemand zu ihm kam und den Islam annahm. Wer war das gewesen? Wie hieß der junge Mann, der den Islam annahm, ein Sklave aus Nainawa? Der kann sich erinnern. Addas, richtig. Ein christlicher Sklave, der den Islam annahm. Wer hat noch den Islam angenommen nach diesem Ereignis? Mir auch gesagt wird. Zwar eine ganze Gruppe von Wesen, nämlich eine Gruppe von Dschinn. Nachdem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam den Koran rezitierte im Fajr-Gebet, hörte eine Gruppe von Dschinn zu und sie nahmen den Islam an und haben dann auch ihr Volk, den restlichen Stamm gewarnt und zum Islam eingeladen. Und Allah ta'ala, er berichtete dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in einer Surah darüber, die er ihm daraufhin offenbarte, nämlich Surat Al-Ahqaf. Die letzten Verse, die letzte Seite von Surat Al-Ahqaf. Aber das größte Wunder und das größte Geschenk, welches Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam überhaupt machen sollte, war überhaupt nicht zu vergleichen mit den beiden vorherigen Geschenken. Wir wissen ja, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kehrte dann nach Mekka zurück. Und er hatte auch jemanden gehabt, der ihm Schutz gewährte, Al-Mut'im ibn Adi. Und auf jeden Fall sollte Allah subhanahu wa ta'ala jetzt unserem geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ein Geschenk geben, was er niemals vergessen sollte. Ein Geschenk, was auch eine Vorbereitung sein sollte für die Auswanderung unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam nach Medina. Ein Geschenk, was gleichzeitig auch eine Versuchung sein sollte für die Anhänger unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ein Geschenk, über das Allah subhanahu wa ta'ala im Koran als Wunder spricht. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبَرَى, auf dass wir ihm von unseren größten Zeichen überhaupt etwas zeigen. Und zwar sollte Allah subhanahu wa ta'ala unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam in einer einzigen Nacht die Geheimnisse nicht nur dieser Welt, sondern das gesamte Universums vor Augen halten und zeigen, sodass er ein Augenzeuge
dieser Geheimnisse und dieser Wunder des Universums und der Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala wird. Es gibt einen Unterschied, wie die Gelehrten gesagt haben, zwischen drei Arten von Gewissheit. Es gibt einmal den sogenannten Ilmul Yaqin. Ilmul Yaqin bedeutet Gewissheit erlangen durch Wissen. Gewissheit erlangen durch Wissen. Ich weiß etwas und bin mir sicher, aufgrund verschiedener Beweise, dass eine Sache so ist, wie sie ist. Ich weiß es. Weil ich mich damit beschäftigt habe, weil ich mich damit auseinandergesetzt habe. Durch Wissen habe ich die Gewissheit erlangt, dass eine Sache so ist, wie sie ist. Als Beispiel aus unserer heutigen Zeit, ja, kaum noch einer zweifelt daran, dass die Erde was ist? Dass die Erde eine Kugel ist. Es gibt immer noch Menschen, die das in Frage stellen. Aber kaum noch einer zweifelt daran. Woher wissen wir das? Haben wir das gesehen? Wir jetzt als normale Menschen, die keine Astronauten sind? Nein, wir haben das, wie gesagt, also beobachtet sicherlich, wir haben das gelernt. Ja, vieles deutet darauf hin, haben mehrere Dokumentationen im Fernsehen gesehen. Aber mit eigenen Augen gesehen haben wir die meisten von uns zumindest nicht. Was wäre jetzt die nächste Stufe an Gewissheit? Das ist dann die Gewissheit, die jemand erlangt, der es mit eigenen Augen gesehen hat. Und wie nennt man das? Aynul Yaqin. Das heißt, ich bin ein Augenzeuge, also ein Astronaut, der jetzt wirklich im Weltall gewesen war und der die Welt vom Weltall aus gesehen hat und gesehen hat, das ist eine Kugel. Ja, der kann jetzt mit Gewissheit sagen, die Welt ist wirklich eine Kugel. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich konnte es mit eigenen Augen beobachten. Wir haben das nur gehört. Wir haben das gelesen, wir haben viele Hinweise, aber gesehen haben das die wenigsten von uns. Ein Astronaut, der das vom Weltraum aus gesehen hat, der kann das bestätigen, weil er ein Augenzeuge ist. Das ist Aynul Yaqin. Und dann gibt es eine Stufe, die noch höher ist als Aynul Yaqin. Welche ist das? Haqqul Yaqin. Die Gewissheit der Wahrheit, also die wahre Gewissheit. Und wann erlangt man die? Diese wahre Gewissheit? Wenn man nicht nur die Sache gesehen hat, wenn man sie selbst erlebt hat, wenn man mittendrin ist, dann hat man Haqqul Yaqin erlangt. Das heißt, wenn die Menschen irgendwann einmal, als Beispiel im Koran, ja, wenn die Menschen irgendwann einmal selbst im Paradies sein werden oder selbst, möge Allah uns davor bewahren, in der Hölle sein werden, dann wissen sie, ja, weil sie es am eigenen Leibe verspüren, dass Paradies und Hölle Wahrheit sind. Wenn wir selbst am jüngsten Tag auferstehen werden, dann wird uns klar, das ist alles die Wahrheit. Wir haben es selbst jetzt erlebt. Basaruka al-yawma hadid. Heute ist sozusagen dein Blick was? Wie Eis. Ganz klar. Du siehst alles ganz deutlich. Du erlebst es jetzt selbst. Du verspürst es an deinem eigenen Leibe. Dass alles, was die Propheten berichtet haben, jetzt wirklich der Wahrheit entspricht. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er wollte unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam, bevor jetzt eine neue Phase in seinem Leben eingeleitet wird, auch in Bezug auf seine Gemeinschaft, dass er die Dinge nicht nur hört über die Offenbarung, sondern dass er sie mit eigenen Augen erleben kann, die er sogar an seinem eigenen Körper verspüren kann. Sodass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam die höchste Stufe an Yaqin erlangt, den Haqqul Yaqin. Wie wir gleich sehen werden. Und zwar durch dieses unglaubliche Ereignis des Al-Isra und Al-Mi'raj. Warum hat Allah Ta'ala unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam diese Zeichen gezeigt? Aus welchem Grund? Weil eine große Aufgabe auf ihn warten sollte. Allah Ta'ala, er wollte, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ohne auch nur einen einzigen Moment zu zögern, seiner Aufgabe gerecht werden kann. Und dazu brauchte er diese absolute Gewissheit. Er hatte Gewissheit, aber es gibt in der Gewissheit nochmal Stufen. Wenn ich weiß, dass wenn ich jetzt durch 4 Rak'a beten direkt ein Haus bekomme, eine Villa,
dann wird es mir nicht schwerfallen, diese vier Raka'a zu vollziehen. Wenn ich weiter als Gläubiger, dass wenn ich vier Raka'a bete, ein Haus im Paradies bekomme, ja, dann freue ich mich, aber es ist nochmal ein Unterschied. Ja, wenn jemand sagt, jetzt vor einer Villa, ja, oder hier ein richtig teurer Wagen, du musst nur vier Raka'a beten, dann kriegst du diesen Wagen. Oh, du wirst sofort, ja, diese vier Raka'a richtig mit Khushu, mit Demut verrichten. Ja, ich krieg direkt einen Wagen, ja, sofort auf die Hand. Ja. Aber wenn dir Allah sagt, im Paradies kriegst du eine Kutsche oder weiß ich was, ja, du glaubst es zwar, aber ja, wie gesagt, das ist nochmal was anderes, als wenn du es direkt vor Augen hast. Der Mensch ist immer so, subhanallah. Und Allah Ta'ala, er wollte, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam diese höchste Stufe der Gewissheit erlangt. Und wir haben auch andere Propheten, bei denen das so war. Es war ja nicht nur bei unserem Propheten so gewesen. Sondern das ist eine Frage, so ist der Mensch beschaffen. Welcher Prophet wollte denn unbedingt, es gibt mehrere Propheten, über die Allah uns im Koran berichtet, die unbedingt diese höchste Stufe der Gewissheit erlangen wollten. Obwohl sie schon absolute Gewissheit hatten. Ne? Ibrahim alayhi salam, Allah Ta'ala, er berichtet uns in Surat Al-Baqarah. Wa idh qala Ibrahim, wie beginnt der Vers? Rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. Wa idh qala Ibrahim, hakadha tabda al-aya. Wa idh qala Ibrahim, Rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta. Und eins sagte Ibrahim, oh mein Herr, zeig mir, wie du Totes lebendig machst. Allah fragt ihn, qal, er sagte, awalam tu'min, glaubst du etwa nicht? Er sagte, bella, natürlich glaube ich. Walakin was? لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي, damit mein Herz die absolute Ruhe findet. Subhanallah, ist ein Prophet und nicht irgendein Prophet. Musa alayhi salam, qala rabbi, arini anzur ilayk. O mein Herr, ich meine, Allah Ta'ala hat mit ihm gesprochen. Ja? Allah hat mit ihm direkt gesprochen, deswegen heißt auch Musa alayhi salam kalimullah, derjenige, der mit Allah gesprochen hat. Und trotzdem, er wollte mehr. Rabbi, arini anzur ilayk, lass mich dich sehen oder zu dir schauen. Allah Ta'ala hat zu ihm gesagt, wenn dieser Berg stehen bleibt, dann wirst du mich sehen. Aber wie gesagt, kein Geschöpf kann das göttliche Licht ertragen. Woraufhin Musa alayhi salam, wie gesagt, dann ja, regelrecht niedergeschmettert wurde. Durch dieses göttliche Licht. Die Propheten haben also nach dieser absoluten Gewissheit, diesem Haqq al-Yaqin gestrebt. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er hat unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam diese Möglichkeit gegeben. لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبَرَى, auf dass wir ihm von unseren höchsten Zeichen, ja, etwas zeigen, damit er es sieht und diese Stufe erreichen kann. Und gleichzeitig, damit es auch eine Prüfung ist für diejenigen, welche an seiner Seite stehen und behaupten, dass sie glauben, ob sie wirklich glauben. Allah Ta'ala, er wollte jetzt bei dieser Übergangsphase, kurz vor der Hijra, kurz vor der Auswanderung von Mekka nach Medina, wollte Allah subhanahu wa ta'ala, dass nur diejenigen an der Gründung dieses neuen Gemeinwesens, des ersten Staates in Medina, dass nur diejenigen beteiligt sind, die auch wirklich wahrhaftig sind in ihrem Glauben, die keine Zweifel haben. Das Fundament dieser neuen Gesellschaft in Medina musste stark sein, weil große Herausforderungen auf sie warteten. Es war keine einfache Angelegenheit gewesen. Und wir werden noch sehen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies auch seinen Gefährten klar machte, was sie erwarten wird, dass es kein Spiel ist. Und dementsprechend durften nur diejenigen beteiligt sein, welche auch wirklich fest in ihrem Glauben sind. Damit sie nicht dann auf halber Strecke halb machen. Damit sie nicht dann diese neue Gesellschaft, dieses neue Gemeinwesen von innen heraus aushöhlen, sodass es schwach wird. Sondern dass die Gläubigen so sind, wie es Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, kal bunyanil marsus, wie ein zusammengefügtes Mauerwerk. Das Fundament muss stark sein. Und wenn es dann auf diesem Fundament einige Schwachstellen gibt, dann kann das Fundament das aushalten.
Das Fundament wird das dann ausgleichen. Aber wenn das Fundament an sich schwach ist, was ist dann? Dann fällt das gesamte Gebäude in sich zusammen. Und deswegen, gleichzeitig war es eine Fitne gewesen. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ In Surat al-Isra. Und die Ru'ya, die wir dir gezeigt haben, und der Ru'ya ist kein Traumgesicht gemeint, sondern ist wirklich die Reise unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam mit Leib und Seele, mit Körper und Seele gemeint, mit Körper und Geist auf dieser Reise. Diese Ru'ya, die Dinge, die wir dir gezeigt haben, haben wir nur zu was gemacht? Zu einer Fitne für die Menschen. Zu einer Versuchung, ob sie das akzeptieren oder nicht. Und dementsprechend das, was wir jetzt erzählen, das ist eine Frage des Imans, ob ich das akzeptieren kann oder nicht. Als Muslim, der den Iman verinnerlicht hat, habe ich kein Problem damit, das zu akzeptieren. Wenn ich aber merke, dass ich es nicht akzeptieren kann, dann muss ich an meinem Iman arbeiten. Weil Allah subhanahu wa ta'ala, der Schöpfer dieses Universums, er ist zu allem fähig und er ist auch dazu fähig, dass in einer Nacht ein Mensch von Mekka nach Jerusalem reisen kann und nicht nur von Mekka nach Jerusalem, sondern von dort in den siebten Himmel und wieder zurück und wieder nach Mekka zurück. Und dass er das Gebet vor dem Propheten verrichtet, nachdem er zurückgekehrt ist aus dem Himmel. Und das alles in einer Nacht, in einer Zeit, wo es keine Flugzeuge gab, noch irgendwelche anderen Transportmittel. Es ist eine Frage des Imans. Die Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam, gerade auch die Engen, sie haben nicht einen Moment daran gezweifelt. Als die Muschrikun die Worte des Propheten hörten, und zwar nur die Worte über seine Reise von Mekka nach Jerusalem und wieder zurück, ohne die Himmelsreise, und sie sich dann lustig machten und den Propheten fragten, wirst du das auch vor allen anderen Menschen erzählen? Und er sagt, ja. Und sie dann zu Abu Bakr as-Siddiq ging und ihm sagte, hast du schon gehört, was dein Freund alles so erzählt an Neuigkeiten? Dass er in einer Nacht ja, von einem Ort zum anderen gereist ist, und zwar nach Jerusalem, wo wir fast einen ganzen Monat benötigen, nur um hinzureisen und wieder zurück. Hast du das schon gehört? Abu Bakr as-Siddiq, er hat nicht lange gezogen und geantwortet, nein. Aber wenn er es gesagt hat, dann war das so. Wenn er es gesagt hat, dann war das so. Ich glaube an viel mehr. Ich glaube daran, dass Jibril alayhi salam mit der Offenbarung aus dem Himmel auf ihn herabkommt, ihm die Worte Allahs offenbart und wieder zurückkehrt. Soll ich dann nicht daran glauben, dass er in einer Nacht von Mekka nach Jerusalem und wieder zurückgereist ist? Und deswegen hieß er As-Siddiq, der Wahrhaftige, weil er ohne zu zweifeln, ohne zu zögern, alles glaubte, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ihm berichtete. Was hat es nun auf sich mit der Reise von Al-Isra und Mi'raj? Und wir versuchen, in der Zeit, die uns zur Verfügung steht, damit wir das Thema heute auch abschließen, die wichtigsten Ereignisse des Al-Isra und Al-Mi'raj zusammenzufassen. Warum zusammenzufassen? Weil würden wir uns mit jeder Überlieferung auseinandersetzen bezüglich des Al-Isra und Al-Mi'raj, dann würden wir Stunden hier sitzen. Bezüglich des Al-Isra und Al-Mi'raj, der Nachtreise und der Himmelsreise, gibt es unzählige Überlieferungen. Sehr viele authentische Überlieferungen. Sehr viele gute Hasan-Überlieferungen, aber auch sehr viele schwache Überlieferungen. Diese Überlieferungen gehen auf über 20 Gefährten unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurück. Auf über 20 Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Worauf deutet das hin? Das deutet darauf hin, dass diese Geschichte unter den Gefährten unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam bekannt gewesen war. Und dass unser Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen allen davon auch erzählt hat. Und jeder hat ein wenig erzählt von dem, was unser geliebter Prophet sallallahu alaihi wasallam bei dieser Reise erlebt hat.
Und dementsprechend gibt es auch manche Überlieferungen, die absolut authentisch sind, die sich in einigen Punkten augenscheinlich als einmal widersprechen. Aber das liegt daran, dass jeder der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam sich einen Teil gemerkt hat, aber keiner sich alles gemerkt hat. Und das ist auch der Grund dafür, dass manche Gelehrte gesagt haben, es gab mehr als eine Himmelsreise. Es gab mehrere Himmelsreisen. Aber die meisten Gelehrten gehen davon aus, es war eine Reise gewesen. Und sowohl der Isra, die Nachtreise, als auch die Himmelsreise waren in einer Nacht. Es handelt sich also um ein zusammenhängendes Ereignis und nicht um zwei Ereignisse, wie es manche Gelehrte gesagt haben. Es handelt sich auch um ein Ereignis, welches Allah subhanahu wa ta'ala an zwei Stellen im Koran erwähnt hat. Einmal, was die Himmelsreise betrifft, die Nachtreise, Al-Isra, in der Nacht reisen heißt das. Ja? Und zwar in welcher Surah? Surah Al-Isra. Im ersten Vers, in dem Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Subhanalladhi Asra, preis sei demjenigen, der den Isra gemacht hat, Asra bi'abdihi, der mit seinen Diener, Laylan, in der Nacht gereist ist, also ihn reisen lassen hat. Laylan, in der Nacht, min al-Masjid al-Harami, von der verbotenen, der heiligen Moschee, ila al-Masjid al-Aqsa, zu der weiten Moschee, also in Jerusalem, alladhi barakna hawlahu, dessen Umgebung wir gesegnet haben, linuriyahu min ayatina, um ihn von unseren Ayat etwas zu zeigen, und zwar dann später auf der Himmelsreise. Innahu huwa sami'un basir. Er ist wahrlich der Allhörende und der Allsehende. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht in einem einzigen Vers über beide Ereignisse. Über das erste Ereignis, das Isra, der Nachtreise, direkt und über dann die folgende Reise, nämlich in den Himmel, indirekt. Linuriyahu min ayatina, um ihm von unseren Zeichen zu zeigen. Und zwar auf der Himmelsreise. Und Allah Ta'ala, er benutzt jetzt zwei Namen. Innahu huwa sami', er ist der Allhörende, Al-Basir. Warum gerade diese beiden Namen? Der Allhörende, der Allsehende. Wir dürfen nicht vergessen, was der Grund ist für diese Reise. Was ist der Grund? Allah hat gesehen, in welchem Zustand sich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam befindet. Er hat sein Dua erhört. Und er hat gesehen, wie schlecht es unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam ging. Und deswegen hat er ihm diese Zeichen dann auch gezeigt. Der Grund also für diese Reise, der unmittelbare Grund, warum Allah Ta'ala ihm die Reise ermöglicht hat, ist welcher gewesen? Das Dua unseres geliebten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. An welcher Stelle wird noch von dieser Reise gesprochen? In Surat An-Najm. Und zwar beschreibt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat An-Najm einen Teil dieser Reise. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala Folgendes, und ich lese kurz diese Verse vor, insha'Allah ta'ala, über die es sehr, sehr lange Diskussionen gibt, wie sie genau gemeint sind. Ja, wo ist jetzt Surat An-Najm hier? Welche Nummer hat Surat An-Najm? Ja? 54? Mal gucken, ob du richtig bist. Nee, es ist Qamar, aber Najm ist daneben. 53, Alhamdulillah. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى, bei dem Stern, wenn er singt. مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى, nicht in die Irre geht euer Gefährte und auch nicht einem Irrtum ist er erlegen. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى, und er redet nicht aus eigener Neigung. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, er ist nur eine Offenbarung, die eingegeben wird. عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى, belehrt hat ihn der Besitzer starker Kräfte, Jibril alayhi salam. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى, der geistige Macht besitzt, so stand er da. وَهُوَ, und war am obersten Gesichtskreis. ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى, hierauf kam er näher und stieg herunter. Das ist alles Jibril alayhi salam. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدَنَى, hierauf kam, sodass er nur zwei Bogenlängen entfernt war oder noch näher. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبَدِهِ مَا أَوْحَى, da gab er seinen Diener als Offenbarung ein, was er eingab. مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى, nicht hat sein Herz erlogen, was es sah. أَفَتُمَارُونَهُ
ala ma yara, wollt ihr denn mit ihm streiten über das, was er sieht? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, und er sah ihn ja ein anderes Mal herabkommen, und jetzt inda sidratil muntaha, beim Sidrbaum, dem Lotusbaum des Endziels, indaha jannatul ma'wa, bei dem der Garten der Zuflucht ist, yaghsha sidrata ma yaghsha, als der Sidrbaum überdeckte, was ihn überdeckte, ma zagha al basar wa ma tagha, der wich der Blick nicht ab, noch überschritt er das Maß. Und jetzt der letzte Vers diesbezüglich, لَقَدَ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبَرَى, wahrlich, er sah von den Zeichen seines Herrn die Größten. Ja, dieses Ereignis, was nicht so einfach ist, was den Tafsir betrifft, deswegen gehen wir jetzt auch nicht genau darauf ein, ja, beschreibt nach den meisten Gelehrten was? Die Reise des Mi'raj. Die Nacht, die Himmelsreise, wo er in den Himmel auf einem Mi'raj, auf einer Leiter stieg. Lass uns mal insha'Allah ta'ala jetzt anhand einiger Überlieferungen anschauen, wie ganz konkret jetzt diese Reise vonstatten gegangen ist und uns die wichtigsten dann auch Lehren anschauen, welche wir aus diesem Ereignis ziehen können. Zunächst erst einmal, wann hat dieses Ereignis überhaupt stattgefunden? Es ist relativ sicher, dass es nach dem 10. Jahr stattgefunden hat, auch wenn es andere Meinungen diesbezüglich gibt. Aber die meisten Gelehrten sagen nach dem 10. Jahr. Aber wann konkret? Manche sagen ein Jahr, bevor der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nach Medina ausgewandert ist. Also wahrscheinlich im 12. Jahr, nach der Bi'th, nachdem er zum Propheten berufen wurde. Ja? Manche sagen, dass es 16 Monate vorher gewesen ist. Und somit wäre es dann im Monat Zulqi'da gewesen. Bei der anderen Meinung im Monat Rabi' al-Awwal. Ja? Und es gibt auch die Meinung, dass es dann am 12. von Rabi' al-Awwal, also an seinem Geburtstag, ja, sallallahu alaihi wa sallam, gewesen sein soll. Und es gibt die Meinung, und das ist eine eher schwache Meinung, aber wie gesagt, sie wird heutzutage als die, sozusagen als die Meinung genommen, wo wir uns mit dem Isra und Mi'raj beschäftigen, und zwar, dass es wann gewesen war. Wann feiern die Leute meistens immer das Ereignis des Isra und Mi'raj? An welchem Tag? 27. von Monat Rajab. Das ist eine Meinung, die es ebenfalls gibt, aber sie wird nicht authentisch überliefert. Also wir sehen, es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wann genau dieses Ereignis stattgefunden haben soll. Eines können wir aber sicher sagen, es war nach dem 10. Jahr, nach der Berufung, nach der Bi'th. Ja, also nachdem unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zum Propheten berufen wurde, und es war auf jeden Fall vor Medina, also bevor er nach Medina ausgewandert ist, sallallahu alaihi wa sallam. Wie begann dieses Ereignis jetzt ganz konkret? Hier gibt es jetzt einige Überlieferungen, die das beschreiben. Und zwar wird überliefert, unter anderem bei Al-Bukhari, dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich entweder zu Hause befand, oder vor der Kaaba, gibt es unterschiedliche Überlieferungen. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam befand sich in einem Zustand zwischen Schlafen und zwischen Wachsein. Also er wird eher sozusagen, ja, wäre er gerade am Einschlafen gewesen. Und es wird überliefert, dass Jibril alaihi salam, während der Prophet sallallahu alaihi wa sallam entweder zu Hause war und sich das Dach geöffnet hat, oder während er sich im Al-Hatim befand vor der Kaaba, dass Jibril alaihi salam zu ihm kam. Und wie kam er zu ihm? Er kam nicht allein, sondern er kam mit dem Buraq. Und Al-Buraq, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam beschrieben hat, ist ein Reittier gewesen. In einer Überlieferung heißt es, es ist das Reittier der Propheten. Also unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist nicht der Erste, der auf ihn geritten ist, sondern auch schon andere Propheten sind auf diesem Reittier geritten. Und es ist ein Tier, was einem Pferd ähnelt. Aber das Besondere an diesem Tier ist, dass es seine Hufen dorthin tut, wo sein Blick endet. Also mit anderen Worten, es ist sehr, sehr schnell. Es ist ein außergewöhnliches Tier, es ist kein normales Tier.
In einigen Überlieferungen wird gesagt, dass Jibril alayhi salam, als er zum Propheten sallallahu alayhi wa sallam kam, zunächst erst einmal nicht direkt mit dem Buraq kam, sondern dass er zunächst erst einmal seine Brust öffnete. Und was tat? Etwas, was schon einmal in seiner Kindheit geschehen ist und worüber wir auch gesprochen hatten. Nämlich, er öffnete seine Brust und nahm sein Herz heraus und wusch sein Herz in einem Becken, Dust, ist eine, wie kann man Dust übersetzen? Ja? Schüssel, in einer Schüssel, genau, in einer Schüssel. Ja? Und tat es dann wieder in die Brust unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam zurück. Manche Gelehrte sagen, ich habe was sehr Interessantes gelesen, die sagen, dass das wahrscheinlich schon einige Jahre vorher geschehen ist. Und zwar soll unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam einige Jahre vorher schon einmal einen Traum gehabt haben, wo er diese Reise im Traum durchgemacht hat. Und dann Jahre später als Prophet sollte er diese Reise noch einmal mit seinem Körper und seiner Seele durchgemacht haben. Allahu a'lam. Wichtig ist, unabhängig davon, ob das jetzt Jahre vorher war oder bei diesem Ereignis direkt, Allah Ta'ala, er wollte unseren Propheten sallallahu alaihi wa sallam noch einmal auf diese Reise vorbereiten. Und es wird überliefert in diesen Überlieferungen, dass Allah Subhanahu wa Ta'ala, dass Jibril alaihi salam in das Herz des Propheten sallallahu alaihi wa sallam was legte, nachdem er es mit Semsen gewaschen hat. Er legte in das Herz Weisheit und Iman. فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي. Er hat Weisheit, Hikmah und Iman in mein Herz getan. ثُمَّ أَطْبَقَهُ. Und dann hat er meine Brust wieder geschlossen. Allahu Akbar. Das sind natürlich alles Dinge, die man nur akzeptieren kann, wenn man glaubt. Und deswegen sehr, sehr interessant. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat den Quraysh diese Sachen überhaupt nicht erzählt. Wovon hat er den Quraysh erzählt? Nur von der Nachtreise. Aber von seiner Himmelsreise und die Sache, dass Jibril zu ihm kam, sein Herz, Brust öffnete, sein Herz reinigte, davon hat er ihm überhaupt nicht erzählt, weil er wusste, das werden sie sowieso nicht glauben. Wem hat er davon erzählt? Nur den Gläubigen, die das akzeptieren. Wozu würdet ihr sagen, hat Jibril alayhi salam das getan? Er wurde doch schon einmal gereinigt, als er Kind war. Warum jetzt ein zweites Mal? Wozu wurde er beim ersten Mal gereinigt? Oder sein Herz? Wozu wurde sein Herz das erste Mal gereinigt, als er ein Kind war? Ihr könnt euch erinnern, wir haben darüber gesprochen, ihr kennt das sicherlich auch die, die dann anwesend waren bei dem Unterricht, als er bei Halima al-Sa'diyah war. Da kamen zwei Männer und nahmen ihn und haben ihn als Kind dann sozusagen auf den Boden gelegt und haben seine Brust geöffnet und sein Herz gereinigt. Und daraufhin hat Halima al-Sa'diyah ihn zu seiner Mutter zurückgeschickt, obwohl sie ihn eigentlich länger bei sich haben wollte. Das war doch schon einmal gewesen, warum jetzt ein zweites Mal? Wozu? Beim ersten Mal, damit er sich auf seine Rolle als Prophet vorbereiten kann. Damit er nicht so wie jeder andere Jugendliche aufwächst. Allah Ta'ala, er wollte ihn schützen. Und das zweite Mal, damit er auf seinen Herrn treffen kann. Damit er vorbereitet ist auf diese Reise. Weil das, was unser Prophet zu Hause sehen sollte, kann kein normaler Mensch ertragen. Wir hatten das mit Musa. Musa ist fast tot umgefallen. Allah Ta'ala, er hat sich nur den Berg gezeigt, offenbart. Den Berg. Und der Berg bebte, weil er das göttliche Licht nicht ertragen konnte. Und bei dieser Reise sollte unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam Allah sehen mit seinem Herzen. Nicht mit seinen Augen, mit seinem Herzen. Wie wir noch sehen werden gleich, inshallah. Das kann kein normaler Mensch ertragen. Und deswegen, er sollte Allah mit seinem Herzen sehen. Und was heißt das? Das heißt, er muss darauf vorbereitet werden. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ritt jetzt auf dem Buraq. Was heißt Buraq eigentlich? Was bedeutet das Wort eigentlich Buraq? Woher kommt das? Entweder von Barq, Blitz, weil er so schnell war wie ein Blitz, oder von Bariq. Was ist Bariq? Bariq ist wie ein,
Ja, ja, Bariq ist wie ein Glanz, genau, Barakafik. Ja, wie ein Glanz. Also entweder von Blitz oder Glanz. Und auch ein Blitz hat Glanz. Und auf jeden Fall nahm ihn dann dieses Reittier und unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er gelangte dann zu Jerusalem, zu dem Ort, wo sich Al-Masjid Al-Aqsa befindet. Und warum Al-Masjid Al-Aqsa, warum Jerusalem, darüber werden wir gleich sprechen, inshallah. Und es wird jetzt überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, فَرَكِبْتُهُ und ich ritt auf ihm, حَتَّ أَتَيْتُ بَيْتَ الْمَقْدِسِ bis ich in Jerusalem ankam. فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهَا الْأَنْبِيَا und ich habe ihn dann dort angeboten, wo die Propheten ihre Reittiere immer angebunden haben, so als wäre er nicht der Erste gewesen, der dort gewesen war. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدِ فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ daraufhin habe ich die Moschee betreten und dort zwei Rak'ah gebetet. Sagen einige, was für eine Moschee, da gibt es doch keine Moschee. Da gab es doch zu diesem Zeitpunkt keine Moschee. Al-Masjid al-Aqsa, so wie wir sie jetzt kennen, er ist ja nicht der Tempelberg wie einige, ist ja nicht dieser Felsendom wie einige denken, der erst in der Zeit der Umayyaden errichtet wurde. Al-Masjid al-Aqsa, ja, ist ja eine richtige Moschee. Ja, die wurde erst in der Zeit, in welcher Zeit wurde sie errichtet? Ich glaube in der Zeit von Umar ibn Khattab, ja, also relativ spät, ja, wurde sie erst errichtet. Das heißt, zur Zeit des Propheten gab es auf dem sogenannten Tempelberg, wenn wir ihn so nennen, ja, gab es überhaupt gar keine Moschee. Warum denn ein Masjid? Was für eine Moschee? Was bedeutet denn das Wort Masjid? Hä? Was heißt ein Masjid? Ein Ort, wo man sich niederwirft. Ein Ort, wo man sich niederwirft, absolut korrekt. Das heißt, Masjid ist nicht eine Moschee, wie wir jetzt kennen, ein Gebäude. Und deswegen Allah sagt, ein Masjid al-Haram. Gab es zur Zeit des Propheten zu diesem Zeitpunkt dort eine Moschee? Nein, es war aber ein Ort der Niederwerfung. Und das müssen wir verstehen. Es war schon immer ein Ort der Niederwerfung gewesen. Nicht nur für die Muslime, sondern auch vor den Muslimen war es ein Ort der Niederwerfung gewesen. Und deswegen das gesamte Areal ist für uns was? Das gesamte Areal, was wir heute Al-Masjid al-Aqsa nennen, das alles, was auf diesem Berg ist, ist für uns was? Eine Moschee. Und deswegen können wir auch nicht als Muslime sagen, ja, wir geben einen Teil davon ab. Oder der ist teilbar oder ähnliches. Nein, das ist alles eine Moschee. Und warum ist unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam in der Nacht dorthin gereist? Um noch einmal zu zeigen, das ist ein Teil von uns. Es gibt einige Überlieferungen, in denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam auch in Bezug auf den Islam unterwegs sogar noch an bestimmten Stellen gebetet haben soll. Jibril soll ihm gesagt haben, er soll an bestimmten Stellen beten. Einmal in Bethlehem. Einmal an dem Ort, wo sich Musa a.s. in Medien niedergelassen hat, unter dem Baum und gesagt hat, Rabbi inni lima ansaita ila yawmil qiyamah faqir, als er die beiden Frauen gesehen hat und ihnen geholfen hat an einem Brunnen. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam an all diesen Stellen noch gebetet haben. Worauf wird das hin? Dass unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam bei dieser Reise auch eine Verbindung hergestellt hat zwischen dem vorherigen Propheten und zwischen ihm. Um aufzuzeigen, jetzt werden die Kinder Israels abgelöst. Die Al-Aqsa-Moschee ist ein Teil unseres Glaubens, von dem wir uns nicht trennen können. Wo wir sagen können, ja, das ist so egal und ist nicht so wichtig. Nein, Al-Aqsa-Moschee ist genauso wie Mekka und Medina. Ist der dritte Haram. Ganz wichtig. Und deswegen, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam? Ja? Er sagt sallallahu alaihi wa sallam, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. Man darf extra, um dort Ibadah zu machen, nur an drei Orte, drei Moscheen, zu drei Moscheen reisen. Masjid al-Hadha, meine Moschee, Al-Masjid al-Haram, in Mekka, und ja, Al-Masjid al-Aqsa. Es ist für uns eine heilige Moschee, die wir als Muslime genauso verteidigen müssen. Und seid euch sicher, da wird vieles getan, da werden gerade Ausgrabungen gemacht, man versucht im Grunde genommen unter dem Berg zu graben, damit irgendwann einmal auch, ja, vielleicht die Moschee in sich einstürzt, durch einen Erdrutsch oder ähnliches. Das wird gerade, das ist voll im Gange gerade. Und wir als Muslime, wir schlafen. Das dürfen wir nicht vergessen. Und auf jeden Fall unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kommt dort an und jetzt sagt er,
ثُمَّ خَرَجْتُ Und dann, nachdem ich gebetet habe, bin ich sozusagen hinausgegangen. Und einige sagen, ach, wie hat er denn gebetet? Wurde zu dieser Zeit schon gebetet? Die Gebete werden doch erst zur Pflicht. Die Muslime haben von Anfang an gebetet. Aber sie haben nicht fünfmal am Tag gebetet, sondern wir haben sie gebetet. Ja? Zweimal am Tag. Einmal morgens, einmal abends. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam erbetet. Das heißt, von Anfang an war das Gebet für die Muslime ein Teil ihres Glaubens gewesen. Und deswegen ein Muslim, der nicht betet, so etwas gab es nie. Weder am Anfang des Islam und schon gar nicht am Ende des Islam. فَصَلَّيْتُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ Ich betete zwei Raka, ثُمَّ خَرَجْتُ Und dann ging ich hinaus. فَجَاءَنِ جِبْرِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ Und Jibril kam dann zu mir, بِإِنَاءٍ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءٍ مِنْ لَبَنٍ Er kam dann daraufhin mit zwei Gefäßen. In einem Gefäß war was gewesen? Milch. Und im anderen war Wein. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, ohne zu zögern, entschied sich für die Milch. فَاخْتَرْتُ اللَّبَنِ Und ich nahm die Milch. In einigen Versionen heißt es, dass es drei Gefäße waren. Einmal Milch, einmal Wein und einmal Honig. Drei Sachen. Ja, diese Überlieferung erwähnt nur zwei. Und er entschied sich für was? Er entschied sich für die Milch. Woraufhin Jibril alaihi salam daraufhin zu ihm sprach, اخترت الفطرة. Du hast dich für was entschieden? Für die natürliche Veranlagung, ja salam. Von sich aus hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu diesem Zeitpunkt war Alkohol noch nicht verboten gewesen. Also er hätte sich auch für den Wein entscheiden können. Aber das ist etwas Symbolisches. Es geht hier um etwas Symbolisches. Ich will uns auch einmal aufzeigen, dass unsere Religion eine Religion der natürlichen Veranlagung ist, dem Menschen nicht fremd ist. Und deswegen unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat das immer wieder bestätigt. Und auch der Koran hat es bestätigt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, jedes Kind, kullu mauludin yuladu ala al-fitra. Jedes Kind kommt mit dieser natürlichen Veranlagung auf die Welt. Fa'abawahu. Und die Eltern machen es dann was? Entweder zu einem Juden, Christen, zu einem Zoroastrier oder weiß ich was. Aber im Grunde hat jedes Kind die Möglichkeit, ja, zu dieser Fitra von sich aus zu gelangen. Erst durch die Erziehung werden die Menschen dann davon abgebracht. Unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er berichtet jetzt, dass nachdem er das getan hat, Jibril alaihi salam jetzt mit ihm die Himmelsreise unternahm. Wie sah das ganz konkret aus, diese Himmelsreise? In manchen Überlieferungen heißt es, dass es auf dem Buraq selbst war. Aber die meisten Überlieferungen zeigen auf, dass dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wahrscheinlich eine Himmelsleiter gegeben wurde. Und deswegen das Wort Mi'raj bedeutet nichts anderes als was? Leiter, die in den Himmel ragt. Und Allah Ta'ala, er spricht ja auch davon im Koran. Was sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala? Min Allahi dhil ma'arij. Von Allah, dem, der diese ganzen Himmelsleitern hat. Allah Ta'ala spricht im Koran, Ta'ruju al-Malaikatu, die Engel steigen zu ihm auf. وَالْرُوحُ Und der Geist. فِي يَوْمٍ An einem Tag كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ Dessen Länge 50.000 Jahre lang ist. Ich habe etwas sehr Interessantes gelesen, als ich mich auf den Unterricht vorbereitet habe. Eine sehr interessante Meinung. Und zwar, dass mit diesem Tag, der 50.000 Jahre lang ist, nicht der jüngste Tag gemeint ist, wie man das häufig hört, sondern dass damit gemeint ist, dass normalerweise ein Mensch, um diese Strecke hinter sich zu lassen, 50.000 Jahre benötigen würde, was die Engel an einem einzigen Tag hinter sich lassen. Subhanallah, Himmelsleitern, die beamen sich regelrecht. Ja? Allahu alam, was das für Himmelsleiter sind. Ja? Das ist eine Art Fahrstuhl, wissen wir nicht. Ja? Aber es muss irgendetwas sein, was unglaublich schnell ist, schneller als Lichtgeschwindigkeit. Es muss etwas unglaublich Schnelles sein, schneller als Lichtgeschwindigkeit. Und deswegen, die Dinge, die unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt sehen wird, sind unglaubliche Dinge. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, wir machen das jetzt etwas schneller, inshallah, ja, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er berichtet jetzt, wie er in den Himmel mit Jibril alaihi salam aufgestiegen ist. Und zwar gelangt er zunächst erst einmal in den untersten Himmel. فَحُمِلْتُ عَلَيْهِ Und dann sozusagen فَانْطَلَقَ بِجِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْتُ السَّمَاءَ الدُّنْيَا Jibril alaihi salam, er machte sich mit mir auf den Weg, bis ich zum untersten Himmel ankam, den ersten Himmel.
Und wenn wir vom untersten Himmel sprechen, was meinen wir damit? Dann meinen wir damit den Himmel, den wir sehen können, dieses Universum. Was sagt Allah Ta'ala in Surat, na, welche Surat ist das? In Surat Al-Mulk, soweit ich mich jetzt ansehen kann. Ja? وَلَقَدَ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا Nee, Surat Al-Saffat. بِزِينَةِ الْكَوَاكِبِ Und wir haben den untersten Himmel mit Wasser ausgeschmückt, mit dem Schmuck der Planeten. Die Sterne, die wir sehen, und all das, was wir sehen, mit einem Fernrohr und was wir lernen, was es an Galaxien gibt, das alles ist der unterste Himmel. Das heißt, dieses unglaubliche Universum, was wir sehen, dieser erste Himmel, den der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann ja, erreicht hat, das ist alles noch sozusagen das, was wir sehen können mit unseren Augen. Oder durch ein Teleskop. Das alles gehört zum untersten Himmel. Allahu Akbar, wie groß muss denn der zweite, der dritte, der vierte Himmel sein? Wir können uns das gar nicht vorstellen. Und auf jeden Fall sagt jetzt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam folgendes. Fastaftah, sehr interessant. Und er bat dann um Einlass. Wer bat um Einlass? Jibril. Alles hat seine Ordnung. Alles. Auch die Engel haben ihre Ordnung. Gerade die Engel. Dieses ganze Universum basiert auf einer Ordnung. Und niemand, nicht einmal Jibril alaihi salam, kann sich gegen diese Ordnung stellen. Wie willst du dich dann als Mensch gegen diese Ordnung stellen? فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبَدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا Du wirst für die Gesetzmäßigkeiten Allahs keine Veränderung vorfinden. Das sind Gesetzmäßigkeiten, an die sich sogar ein Engel halten muss. Sogar ein Engel muss sich daran halten. Dann ich erst recht als Mensch. Und deswegen, Jibril alaihi salam, musste erstmal um Einlass bitten. Darf ich rein? Und sie fragten, wer bist du? Wahrscheinlich wussten sie das gar nicht. Und er sagte, ich bin Jibril. Und sie fragten, wer ist denn derjenige, der mit dir ist, wo man mag? Und sie sagten, Muhammad. Er sagte, Muhammad. Und dann fragten sie, waqad ursila ilay? Und wurde er schon gesandt? Sie wussten es nicht. Wahrscheinlich leben sie in einer ganz anderen Dimension. Und wurde er schon gesandt? Oder ist schon die Zeit gekommen, dass er die Himmelsreise unternehmen darf? Beides ist möglich. Woraufhin gesagt wird, na'am, Jibril antwortet, ja. Und dann antworten die Engel, marhaban bihi, herzlich willkommen ist er. Fani'mal maji uja, welch guter Besuch, welche guten Leute, die gekommen sind. Verfutih, und es wurde dann der erste Himmel geöffnet. Und jetzt, sehr interessant. Falamma khalustu fa'idha fiha adam, sehr interessant. Und als ich dann durchgekommen bin, Chalust, was heißt dieses durchgekommen? So als ist es nicht so einfach, von einem Himmel zum anderen zu gelangen. Allahu alam, was es für Schwierigkeiten gibt oder was er durchmachen muss, um überhaupt von einem Himmel zum anderen zu gelangen. Was es für Strecken sind, wir wissen es nicht. Falamma Chalust, und als ich das dann geschafft habe, durchzukommen zum ersten Himmel, fa'idha fiha Adam. Habe ich auf wen getroffen? Adam. Und es wurde dann gesagt, هذا أبوك Adam, das ist dein Vater Adam. Grüß ihn, فسلم عليه, فسلمت عليه. Ich habe ihn dann gegrüßt, فرد السلام. Er hat dann den Gruß beantwortet, ثم قال, und er sagte daraufhin, مرحبا بالابن الصالح. Willkommen sei der fromme Sohn, والنبي الصالح, und der fromme Prophet. ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية. Dann ging es weiter. In einer Version heißt es, dass Adam عليه السلام, ja, dann, als er auf die eine Seite geschaut hat, geweint haben soll. Und als er auf die andere Seite geschaut hat, hat er gelacht. Und als er gefragt hat, warum lacht er und warum weint er, wurde ihm dann gesagt, wenn er auf die rechte Seite geschaut hat, hat er seine fromme Nachkommenschaft gesehen, die im Paradies sein wird. Und als er auf die linke Seite geschaut hat, hat er seine schlechte Nachkommenschaft gesehen, welche die Hölle betreten wird. Und deswegen hat er jedes Mal geweint. Und dann stieg er weiter auf, bis zum zweiten Himmel. Und wieder dieselbe Prozedur. Ja, das müssen wir jetzt nicht wiederholen bei der Übersetzung. Und wen trifft er dort? Er trifft dort auf zwei Propheten, interessanterweise nicht auf einen Propheten. Und zwar auf Yahya, Johannes den Täufer, und Isa und Jesus. Interessant, warum gerade die beiden zusammen? Warum im ersten Himmel ein Prophet und im zweiten Himmel zwei Propheten? Man kann nur spekulieren, aber ein Grund könnte sein, dass Allah subhanahu wa ta'ala vielleicht Isa alayhi salam damit ehren wollte, dass er mit Yahya, der zur selben Zeit gelebt hat, ja, dass er mit Yahya zusammen ist. Eine Ehrung für unseren Propheten Jesus alaihi salam.
Aber Allah weiß es am besten. Wahuma ibn Khale. Und sie sind miteinander verwandt. Das heißt, sie sind Cousins mütterlicherseits. Woraufhin dann gesagt wurde, das ist Yahya und Isa. Und er hat sie dann gegrüßt und sie haben dann zurückgegrüßt. Und sie sagten daraufhin, Marhaban bil Akhi Salih wa Nabi Salih. Willkommen sei der fromme Bruder und der fromme Prophet. Warum Bruder und nicht Sohn? Wie bei Adam alayhi salam. Was ist der Grund? Warum Bruder und nicht Sohn? Adam ist der Vater. Ja, Adam ist der Vater von allen. Ja? Aber wir werden auch sehen, es gibt noch andere Propheten, wo gesagt wird Vater. Der Grund ist, dass sie, wie gesagt, von den Kindern Israels abstammen. Also sie gehen auf Isaac zurück, auf Ishaq, während unser Prophet sallallahu alaihi wasallam auf wen zurückgeht? Auf Ismail alaihi salam. Also sind sie nur miteinander verwandt. Ja, aber sind nicht die Vorväter von unserem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Thumma su'ida bi ila as-sama'i thalithatan, dann ging es sozusagen zum dritten Mal wieder dieselbe Prozedur. Ja, und wen treffen sie dort an? Sie treffen dort den schönsten aller Menschen überhaupt, der die Hälfte der Schönheit bekommen hat, Yusuf alaihi salam. Und er hat ihn gegrüßt und er hat zurückgegrüßt und der Prophet sagt dann auch, ich habe noch nie jemanden gesehen, der schöner ist. Und er hat die Hälfte der Schönheit bekommen und er sagt dann wieder, herzlich willkommen, sei der fromme Bruder und der fromme Prophet. Und dann ging es zum vierten Himmel. Und wen trafen sie dort? Sie trafen dort auf Idris alaihi salam. Und Idris alaihi salam grüßte ihn und daraufhin sagte er wieder, Marhaban bil Akhi Salih wa Nabiyyi Salih, willkommen sei der fromme Bruder, der fromme Prophet. Und dann ging es zum fünften Himmel. Ja, und auf wen trafen sie dort? Sie trafen dort auf Harun alaihi salam. Ja, und genau dieselbe Prozedur und er grüßte ihn wieder mit sozusagen den Worten, willkommen sei der fromme Bruder und der fromme Prophet. Und dann ging es zum sechsten Himmel. Und auf wen trafen sie dort? Sie trafen dort auf Musa alaihi salam. Und wieder dieselbe Prozedur. Nur hier gab es eine Besonderheit. Was ist diese Besonderheit gewesen? Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass er, als er dann an ihm vorbei war, sah, wie Musa alaihi salam weinte. فَلَمَّ تَجَاوَزْتُ بَكَى. Er weinte. Und unser Prophet fragte, was ist der Grund, warum du weinst? Ja, woraufhin Musa alaihi salam geantwortet haben soll, أَبْكِ لِأَنَّ غُلَامًا بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِهِ. Ich weine, weil nach mir jemand gesandt wurde, ein junger Mann gesandt wurde, der jünger ist als ich, von dessen Anhängern und Gemeinschaften mehr Menschen das Paradies betreten werden, als von meiner Gemeinschaft. Das ist kein Neid gewesen, das war einfach eine Tatsache. Er war traurig darüber gewesen, dass er nicht so viel erreichen konnte mit den Kindern Israels, wie unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit seinen Anhängern. Und dann ging es in den siebten Himmel und wieder dieselbe Prozedur. Und auf wen traf er dort? Er traf dort auf seinen Urgroßvater Ibrahim alaihi salam. Und Ibrahim alaihi salam, so beschrieb er ihn in einigen anderen Überlieferungen, er stützte sich ab mit seinem Rücken auf Al-Bayt al-Ma'mur, das bewohnte Haus. Was ist denn Al-Bayt al-Ma'mur? Was ist Al-Bayt al-Ma'mur? Allah Ta'ala erschwört bei Al-Bayt al-Ma'mur in Surah At-Tur, Wal-Bayt al-Ma'mur. Unser Prophet hat es beschrieben, er hat gesagt, das ist ein Haus, in das jeden Tag 70.000 Engel hineingehen, um dorthin zu pilgern und bis zum jüngsten Tag nicht wieder zurückkehren. Also mit anderen Worten, es ist wie eine Pilgerstätte, aber für Engel. Wie unsere Pilgerstätte auf der Erde die Kaaba ist, ja, so ist Al-Bayt al-Ma'mur die Pilgerstätte für die Engel. Und er sah, wie er angelehnt war an Al-Bayt al-Ma'mur. Und jetzt kommt es zu den unglaublichen Wundern. Das sind schon alles Wunder. Aber das, was jetzt geschieht, ist etwas, was noch keinem Menschen zuvor geschehen ist. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam jetzt, ثُمَّ رُفِعَتْ لِي سِدْرَ. Und jetzt wurde eine Sidra, von der wir vorhin gesprochen haben, der Lotusbaum, mir vorgestellt. فَإِذَا نَبْقُهَا مِثْلُ قِلَالِ هَجَرْ. Und die Blätter dieses Baums, ja, sehen aus wie die Krüge von Hajar. Wie sehen die Krüge von Hajar aus? Das waren Krüge, die es zur Zeit des Propheten gab. Wir wissen es nicht. Das ist irgendein Ort. Kann sein, dass es heute das heutige Bahrain ist. Kann auch sein, dass es ein Ort ist in der Nähe von Medina. Gibt es Meinungsverschiedenheiten. Die haben bestimmte Krüge hergestellt.
Ja, die heißen sozusagen, Qilal ist der Plural von Qulla und Qulla ist ein Krug. Ist ein Krug. Ja? Und diese Blätter von diesem Baum sahen aus ähnlich, oder die Früchte sahen aus wie die Krüge von Hajar. وَإِذَا وَرَقُهَا مِثْلُ أَذَانٍ فِيَلَ Und die Blätter, also das eine sind die Früchte, und die Blätter sehen aus wie die Ohren von Elefanten. So beschrieb es der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Was ist das für ein Baum? Allah ta'ala, wir haben es ja gerade gelesen in Surat al-Najm, er nennt es wie Sidrat al-Muntaha. Der Baum am Ende, wo es nicht weitergeht. Was ist das, Allahu a'lam? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, dass es dort bei diesem Baum Farben gab, die er gesehen hat, die er noch nie zuvor in seinem Leben gesehen hat und die er nicht einmal beschreiben kann. Er hat Farben gesehen, die er nicht beschreiben kann. Er hat Dinge gesehen, die er mit menschlichen Worten nicht zum Ausdruck bringen kann. Sallallahu alaihi wa sallam. Also Dinge, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat. Und deswegen, wie beschreibt unser Prophet so aus in das Paradies? Er sagt, im Paradies gibt es Dinge, in der Fliegenity, ja, ma la ein ra'at, was noch nie ein Auge gesehen hat. Wa la udhunun sami'at, noch nie ein Mensch gehört hat. Wa la khatara ala qalbi bashar, und noch nicht einmal einem Menschen in den Sinn gekommen ist. Mal ganz ehrlich, wenn man vor 1400 Jahren den Menschen erzählt hätte, es gibt so etwas wie Internet, würden die das glauben? Könnte man nicht glauben, oder? Die können sich es nicht mal vorstellen. Vor 1400 Jahren, zur Zeit unseres Propheten, also, erzähl mal jemand, es gibt Internet. Der würde denken, du bist verrückt. Du bist verrückt, so etwas kann man sich nicht vorstellen. Und dementsprechend, ja, wenn wir jetzt diese Reise hören, es ist so unglaublich, wie kann jemand in den Himmel aufsteigen? Ja, fragt mal jemanden, der vor 1400 Jahren gelebt hat, ob er sich vorstellen kann, dass es elektrisches Licht gibt. Selbst das könnte man sich nicht mal vorstellen, dass so etwas überhaupt gibt und geben kann. Dass Menschen fliegen können in der Luft. Dass Menschen auf den Mond steigen können. Und dementsprechend, ja, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat Dinge gesehen, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Und dann wurde ihm gesagt, hadhihi sidratul muntaha, das ist der Lotusbaum am Ende. Wa idha arba'atu anhar, und dann gab es vier plötzlich Flüsse, die er sah. Nahrani batinan, zwei innere Flüsse, wa nahrani zahiran, und zwei äußere Flüsse. Und er fragte, O Jibril, was ist das? Und er sagte, die beiden inneren Flüsse sind zwei Flüsse im Paradies. Und die beiden äußeren Flüsse sind der Nil und der Euphrat. Was mit Nil und Euphrat gemeint ist? Allahu a'lam. Manche sagen, das sind einfach Flüsse im Paradies. Manche sagen, das ist ein Hinweis darauf, dass der Islam sich in dieser Region, ja, Fuß fassen wird, ja, zwischen Nil und Euphrat, ja, Ägypten und Irak. Das ist die Region, wo der Islam Fuß fassen wird. Allahu a'lam. Wir wissen es nicht genau. Aber jetzt kommt das Wichtige. Interessant ist, es kommt in dieser Überlieferung, dass der Prophet nochmal drei Gefäße vorgestellt bekommen hat. Und nochmal einmal mit Alkohol, also mit Wein, einmal mit Milch und diesmal mit Honig. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat wieder sich für die Milch entschieden. Und jetzt kommt das Wichtige, das Wichtigste überhaupt. Und zwar sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt, ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ. Und jetzt wurde das Gebet zur Pflicht auferlegt. Und wir kennen die Geschichte. 50 Gebete. Er kehrt zurück. Musa alaihi salam sagt ihm, das wird deine Umme nicht ertragen können. Kehre zurück und bitte deinen Schöpfer darum, dass er es dir leichter macht. Und er kehrt zurück. Und es werden 10 Gebete weniger. Und wieder sagt Musa alaihi salam, das ist immer noch so viel, 40 Gebete. Und er kehrt zurück, es werden 30 Gebete. Er kehrt zurück, es werden 20 Gebete. 10 Gebete. Er kehrt zurück, 5 Gebete. Und Musa alaihi salam sagt ein weiteres Mal, kehre zurück, das wird deine Umme nicht ertragen können. Er hatte schlechte Erfahrungen mit seinen eigenen Anhängern gehabt. Woraufhin der Prophet sallallahu alaihi wasallam dann zu Musa alaihi salam sagte, Sa'altu Rabbi hatta istahyait. Ich habe meinen Herrn gebeten, bis ich mich geschämt habe. Walakin arda wa
sozusagen sallim und ich gebe mich zufrieden und überlasse es Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma jawastu, als ich dann Musa alayhi salam hinter mich gelassen habe, nada munadin, rief ein Rufer, amdaytu faridati wa khaffaftu an ibadi, ich habe meine Pflicht festgelegt und ich habe es meinen Dienern erleichtert. Es könnte ein ganz kluger fragen, 50 Gebete, das ist doch völlig unrealistisch. Wir schaffen gerade mal 5 Gebete, Musa a.s. hat recht. Warum bittet denn Allah ta'ala oder verlangt Allah etwas von uns, was wir gar nicht tragen können? Wir haben schon mal darüber gesprochen, aber es ist unglaublich wichtig. Warum will Allah von uns, dass wir erst mal 50 Gebete machen? Obwohl er von vornherein weiß, dass es am Ende 5 Gebete sind. Was ist der Sinn? Wozu? Habt ihr eine Idee? Was könnte der Grund sein? Ja. Wie bitte? Ja gut, okay. Er macht es leichter, das ist klar. Aber warum sagt er dann von vornherein 50, wenn er weiß, dass wir 50 Mal nicht am Tag beten können? Wer von uns kann 50 Mal am Tag beten? Das heißt pro Stunde 2 Mal. Wir müssen ja schlafen, wir müssen essen, wir müssen trinken. Ja. Ja, ganz wichtig, das ist ein Punkt. Allah will uns zeigen, das Gebet, ja, das ist zu bestimmten Zeiten, aber das Gebet muss sich die ganze Zeit über in deinem Herzen, in deinen Gedanken begleiten. Und deswegen, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimis salah. Verlies ihnen, was dir an Buch offenbart wurde und verrichte das Gebet. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet ist halt von schändlichem Überab. Und jetzt sagt Allah was? وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. Und das Gedenken Allahs ist größer als das Gebet. Warum? Weil es am Ende immer um das Gedenken geht. Es geht immer um das Gedenken. Ich bete, damit ich einen Zustand des Gedenkens erlange. Damit Allah immer mit mir ist. Ich stehe morgens auf und beginne meinen Tag mit Allah. Ich unterbreche meinen Tag, damit ich immer an Allah erinnert werde. Das Gebet holt mich aus meinem Alltag heraus und zeigt mir noch einmal auf, wofür ich eigentlich lebe. Und ich schließe meinen Tag ab mit dem Gebet, damit ich immer im Zustand des Gedenkens bin. Und jetzt stell dir mal vor, du bist ein Muslim und nennst dich Muslim, aber verrichtest nicht mal diese 5 Gebete. Allah hat extra seinen Diener Muhammad sallallahu alaihi wa sallam zu sich gerufen, um ihm zu sagen, bete 5-mal am Tag, um ihn aufzuzeigen. Jedes Mal, wenn du betest, dann ist es so, als würdest du zu mir aufsteigen. Und deswegen, was sagen die Gelehrten? As-salatu mi'rajul mu'min. Das Gebet ist die Himmelsleiter des Mu'mins. Willst du auch solch eine Reise unternehmen? Dann flüchte dich ins Gebet. Du kannst jedes Mal aufsteigen mit deiner Seele zu Allah. Jedes Mal. Indem du vor Allah stehst. Subhanallah. Und du verzichtest freiwillig darauf. Der Shaitan hält dich vom Gebet ab. Wie willst du ein Muslim sein? Ich meine, schaut mal. Ja, Allah hat extra unseren Propheten zu sich gerufen. Um ihm aufzuzeigen, welche Stellung das Gebet hat. Warum wurde das Gebet nicht einfach wie jede andere Sache offenbart? Punkt. Wozu extra den Propheten zu sich bestellen? Um aufzuzeigen, dass das Gebet die Bindung zwischen dem Menschen und zwischen Allah ist. Ohne Gebet gibt es keine Bindung. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, was ist das für eine Religion, Islam? 5-mal am Tag beten, warum muss man überhaupt beten? Wozu? Müssen, wenn, dann mache ich das freiwillig. Ist Gott von meinem Gebet abhängig? Allah braucht dein Gebet nicht. Aber Allah weiß, dass du ohne Gebet nicht kannst. Aber es gibt noch so viele Menschen, die leben ohne Gebet. Ja, aber sie lassen ihre Seele verhungern. Wenn ein Arzt die Medizin verschreibt und sagt, du musst diese Medizin nehmen, dann macht er das nicht, weil er selbst krank wird, wenn du die Medizin nicht nimmst. Ihm ist es völlig egal. Im Gegenteil, der verdient sogar mehr Geld durch dich, wenn du immer wieder zu ihm kommst. Umso kränker du wirst, desto öfter musst du zum Arzt gehen. Das ist gut für ihn. Aber er verschreibt die Medizin, weil er weiß, ohne diese Medizin wirst du nicht gesund.
Und er sagt dir, du musst die Medizin zu bestimmten Zeiten nehmen. Wenn du sie nicht zu bestimmten Zeiten nimmst, dann wird dein Körper krank. Dann bringt die Medizin nichts mehr. Es bringt nichts, wenn ich alle 5 Gebete am Abend verrichte. Dann zeigt das Gebet keine Wirkung mehr. Und es bringt auch nichts, wenn ich Antibiotikum einmal am Abend alle 3 Tabletten nehme, sondern ich muss sie auf den Tag verteilt nehmen. Alle 8 Stunden oder alle 6 Stunden, je nachdem, wie der Arzt mir das verschreibt. Sonst werde ich nicht geheilt. Sonst werden die Viren irgendwann mal immun gegen das, was ich an Medikamenten nehme. Allah braucht mein Gebet nicht. Ich brauche mein Gebet. Meine Seele braucht das Gebet. Es ist die Nahrung der Seele. Und deswegen jedes Mal, ja, wenn der Shaitan kommt und versucht, dich davon abzubringen, erinnere dich daran. Erinnere dich daran. Allah hat extra unseren Propheten zu sich bestellt. Subhanallah. Und jetzt kehrt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam zurück. Entschuldigung, wir überziehen heute ein bisschen, aber wir müssen das abschließen, inshallah. Jetzt kehrt unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam zurück. Ja? Und jetzt kommt ein ganz besonderer Moment. Er befindet sich wieder in Jerusalem. Und was geschieht jetzt? Allah Ta'ala, er belebt die Propheten. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er vollzieht das Gebet vor allen anderen Propheten in Jerusalem, um noch einmal symbolisch aufzuzeigen, dass er jetzt die vorherigen Risalat, die vorherigen Botschaften ablöst und jetzt nur noch eine Botschaft gilt, nämlich die letzte Botschaft, welche Allah an die Menschheit gesandt hat, nämlich die Botschaft Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er kehrt in derselben Nacht wieder zurück. Am nächsten Morgen geht er direkt zu den Menschen. Er ist mutig, er schämt sich dafür nicht. Er schämt sich nicht für die Wahrheit. Und wir als Muslime dürfen uns nicht für die Wahrheit verschämen. Wir dürfen uns nicht vor der, zu verstecken wegen der Wahrheit, die wir haben. Nein, wir, Alhamdulillah, wir haben nichts zu verbergen. Und er geht direkt zu den Quraysh und sagt zu ihnen, ich war gestern in Jerusalem gewesen. Und jetzt kommt das, was wir vorhin am Anfang erzählt haben. Die Leute haben sich gefreut, endlich haben wir ihn. Ja, jetzt wird er übermütig. Ja, bist du sicher? Kannst du das auch wirklich vor allen Leuten erzählen? Ja, was du uns gerade erzählst, ist doch kein Verleugnis. Ja, ja, mach ich. Du warst in Jerusalem gewesen, wo wir 2 Monate brauchen? Ja, ja, war ich. Subhanallah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam. Ja, einige der Schwachen sind abgefallen vom Islam. Subhanallah. Das war für sie zu viel gewesen. Die haben noch nicht mal gehört, dass er im Himmel war. Haben nur gehört, dass er in Jerusalem gewesen war. Aber der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat Beweise geliefert. Und er hat ihnen ganz genau erzählt, was auf dem Weg geschehen ist. Und zwar hat er erzählt von 3 Karawanen, die auf dem Weg nach Mekka gewesen waren. Und was konkret unterwegs geschehen ist und wie ihre Reittiere aussahen, dass er von einem getrunken hat, sodass weniger Wasser in dem Eimer gewesen war. Und eine der Karawanen war schon in Tan'im gewesen, also kurz vor Mekka, 6 Kilometer von Mekka entfernt. Er hat ganz genau gesagt, wie diese Karawane aussieht, wer in dieser Karawane ist. Und da hat sich alles bewahrheitet. Und dann haben sie gesagt, sie wussten, Mohammed war noch nie in Jerusalem gewesen zu Hause. Wie sieht denn Al-Bayt al-Maqdis aus? Wie sieht das denn aus dort? Und der Prophet sagt, ich war in der Nacht dort gewesen. Aber in diesem Moment kommt Jibril alayhi salam und zeigt ihm ganz genau, wie es dort aussieht. Die Gebäude, die dort sind, 1:1. Und den Quraysh bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, er spricht die Wahrheit. Also er hat sich einfach nur behauptet und er hat Beweise geliefert. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Aber die Gläubigen, die ohnehin an seine Botschaft geglaubt haben, die brauchten diese Beweise nicht. Wie Abu Bakr as-Siddiq. Das war Al-Isra wal-Mi'raj gewesen. Es gibt natürlich noch viele andere Dinge, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam auch auf dieser Reise gesehen hat. Er hat gesehen, wie einige Menschen auch bestraft werden. Und es gibt Meinungsverschiedenheiten darüber, ob der Prophet sallallahu alaihi wasallam Allah mit seinen Augen gesehen hat oder nur mit dem Herzen. Aber es gibt eine Überlieferung, die sagt, ja, wie soll ich ihn gesehen haben, Nurun anna arahu. Er ist nur Licht, Allah subhanahu wa, wie kann ich ihn sehen? Deswegen sagen die meisten Gelehrten, Allah, unser Prophet hat Allah nicht mit den Augen gesehen, sondern er hat Allah wie gesehen? Mit seinem Herzen. Wann werden wir Allah mit unseren Augen sehen? Inshallah, im Paradies. Und wir werden ihn nicht erfassen können. La tudrikuhu al-absar. Die Augen können ihn nicht erfassen. Die Blicke können ihn nicht erfassen. Wir können nur auf ihn schauen, aber erfassen kann Allah niemand. Das ist Al-Isra wal-Mi'raj gewesen, eine unglaubliche Reise, über die man noch viel ausführlicher sprechen könnte. Aber wir müssen uns dabei belassen, weil die Zeit schon vorüber ist. Aber wir haben Alhamdulillah die wichtigsten Aspekte dieser Reise auch erwähnen können. Und
bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, werden wir dann nächste Woche dann weitermachen mit der Sira, und zwar wie jetzt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam angefangen hat, einige Stämme aus Al-Madina, aus und Al-Khazraj zum Islam einzuladen, und wie er dann dann angefangen hat, in Medina den Islam zu verbreiten. Das werden wir bi'iznillahi azza wa jalla das nächste Mal tun. Und jetzt inshallah schließen wir ab.